Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Stoppenmoor. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade am Felder düngen. Die beiden Curse-Player sind fleißig am Malochen. Der eine ist am Grubbern, der andere ist am Tiefenlockeren. Und in der Zeit habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal den Düngerstreuer und dünge schon mal die Flächen, die soweit fertig sind, und dass wir danach drillen können. Düngen tun wir mit dem Querneland-Düngerstreuer. Ich war 300 Liter pro Hektar, das sind gut. Puh, 90 Kilo N, das reicht. So viel darf man ja gar nicht mehr geben. Oh, und wie gesagt, jetzt bin ich hier erstmal fleißig am Abdüngen, ne? Mit Kalken bin ich durch, das hatte ich fertig gemacht. Und deswegen bleibt uns jetzt erstmal nur noch düngen. Und dann säen, 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 säen. Was anderes gibt es im Moment nicht. Zumindest den heutigen Tag. In-Game-Tag. Boah, ey. Man denkt jedes Mal, man fällt um. Ne, der ist hier noch am fleißig am Rumrödeln. Da können wir noch gar nicht düngen. Ist hier schon fertig? Habe ich hier einen Kurs nicht rausgenommen, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo sind wir denn hier? 99 ist doch, glaube ich, fertig. Können wir hier weitermachen. Hat der noch einen Kurs drin? Tatsache, der hat noch den Kurs drin. Ja, Freunde, so ist das, ne? Wenn man nicht bei der Sache ist, dann passiert sowas. Wo jetzt geht's schön fleißig weiter. Dass wir vorankommen. Ja, und wie gesagt, das neue Map-Update ist ja echt super, ne? Macht da richtig Laune. Und ich habe gar keine Verkaufspunkte mehr. Also, finde ich nicht so prickelnd. Dann wird einem gesagt, jo, dann hast du irgendwelche falschen Mods im Ordner. Also, tut mir leid, Freunde, was soll ich denn da noch für Mods alles nicht im Ordner haben? Ne? Ist ja wohl hammerhart, ey. Wenn du das Ding lädst, diese Map, hast du nur noch Lurfehler. Upsi. Also, finde ich nicht mehr so prickelnd von der Mod Company. Dann sollst du da selbst raussuchen, welche Mods da nicht so richtig sind. Ich habe mir jetzt erstmal irgendeinen Verkaufsträger hingesetzt, dass man die Map überhaupt weiterspielen kann. Weil an das alte Map-Update kommst du natürlich nicht mehr dran. Finde ich nirgendwo. Also wieder back to the roots. Man sollte nicht sofort updaten, wenn ein Update da ist, ne? Also, finde ich auch krass. Man findet auch keinen Support auf der Alice Mode Company. Da kriegt man irgendwie keine Antwort oder was, keine Ahnung. Ist schon krass. Also jedenfalls Tritikale, Roggen und Dinkel brauchen wir nicht anbauen. Höchstens Roggen für GPS, aber Tritikale und Dinkel hat sich für uns erledigt. Kriegen wir nicht verkauft. Und sonst habe ich jetzt ein Sale Point hingesetzt an einer Verkaufsstelle, dass wir wenigstens Sachen verkauft kriegen. Hier kannst du nirgends sowas verkaufen. Keine Punkte drin. Echt, hätte man vorher nicht geupdatet, ey. Sowas nervt. Und wenn du dann nicht zurück updaten kannst, na, steckt fest, wa? Der steckt bestimmt fest. Was habe ich gesagt? Er hat ein bisschen mal Lässe, ne? Ich glaube, der Trecker ist auch zu klein für den Grober, ey. Stimmt schon mit 240 PS. Guckt euch das an, wie der wieder absackt. Oh, jetzt müsst ihr aber weiterkommen. Können wir wieder zurück. Hier, der ist fleißig am Rumtütern. Der ist auf der großen Fläche hier, auf der 184. Oh, jetzt habe ich hier wieder Curseblade drin, ne?
Immer wieder was Neues. So ist das, Freunde, ne? Immer wieder was Neues. Ja, wie gesagt, mit dem Map-Update. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber was willst du jetzt machen? Jetzt musst du sie so spielen, wie sie ist und fertig. Ändern kannst du eh nichts mehr dran. Aber ich finde das komisch, ne? Sowas läuft durch Mod-Hub durch. Ha? Das ganze Ding ist mit Lurfehler voll. Schon komisch, ne? Und andere Mods werden nicht reingenommen, also das ist schon krass. Ist mir gar nicht gewohnt bei der LS Mode Company sowas. Also da müssen die Jungs sich echt mal eine Nase packen. Vor allen Dingen, ich habe sämtliche Mods rausgeschmissen. Dies, das, jenes, dies, das, rausgenommen, dies, das. Da ließ sich das Ding gar nicht starten. Du konntest das starten, aber dann bist du ins Spiel gekommen, war direkt eingefroren. Also ganz ehrlich, da kriege ich echt einen Affen bei. Da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn man auch mal fuchtelig wird. Also ganz ehrlich, ich finde das nicht so lustig. Ist man echt nicht gewohnt bei der LS Mod Company. Oder vom... Auch hier nimmt er gar keinen Dünger an. Auch gut. Fahren wir direkt hier hin. Ja, unser Hof ist auch fertig eingerichtet. Da steht jetzt alles. Können wir gleich nochmal kurz gucken. Ich habe jetzt da auch Bäume hingesetzt. Da ich keine anderen Bäume gefunden habe, habe ich halt Obstbäume hingesetzt. Das ist ja auch ganz cool. Wenn wir die benutzen wollen, tun wir da Mist dran schmeißen. Aber wir können mal eben gucken. P. Es geht am besten hier mit Diverses. So. Hier hinten habe ich noch eine kleine Halle hingesetzt. Ob das dann schön zementiert. Hier habe ich ein Güllelager hingesetzt. Das werde ich voll machen. Wie heißt es? Ich werde zwar erst Gülle kaufen müssen, aber ich werde es voll machen. Hier ist ja die Kuhweide. Dahinter habe ich einen Pferdestall hingesetzt mit Reithalle. Hab den dann so ein bisschen fertig gemacht. Und hier ist der Schweinestall. Ich denke, dann habe ich hier überall noch Obstbäume hingesetzt, damit es nicht ganz so kahl aussieht. Und hier, da können wir ja noch mähen. Ich denke, so gefällt mir der Hof erstmal. So lassen wir den. Oder was sagt ihr? Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Es gibt zwar bestimmt Leute, die das besser können. Aber für meine Verhältnisse, finde ich, sieht das gut aus. So, weiter. Wir haben noch was zu tun. Dass wir das hier fertig kriegen. Das ist gar nicht so wenig Arbeit, das jetzt erstmal einen Tag zu kriegen hier alles wieder. Und dann machen wir hier halt wieder ein Let's Play, aber halt so, dass ich wirklich spiele, aber euch so gut wie alles zeige. Aber wenn das zu oft und zu lange immer das Gleiche ist, dann spiele ich so ohne euch weiter. Und das werde ich auch weiterhin so halten. Ich finde, das ist bis jetzt am besten gewesen. Ihr habt am meisten, habt mehr Abwechslung und seht nicht immer dasselbe. Oh, da nimmt er auch keinen Dünger. Ist halt alles schon voll gedüngt oder was? Oh, Freunde, es läuft. Es läuft, Freunde. Ja, dann bin ich mal gucken. Ich werde gleich noch Maschinen zum Hof holen und vielleicht schon mal anfangen zu säen. Wenn ich mit dem Düngerstreuer etwas weiter durch bin, weil jetzt da ganz nach oben fahren, das lohnt sich nicht. So viel ist da noch nicht. Kann ich besser schon mal die Grasflächen säen? Ja, ich wollte den ausmachen. Jetzt muss ich aber erst gucken, wo wir noch düngen müssen. Das ist ja manchmal nicht so einfach, ne? Also hier hatten wir, da ist voll gedüngt, da die 58. Da die kleinen Ecken können wir alle düngen. Dann fahren wir da mal hin, wa? Klingt zumindest nach einem einigermaßen Plan.
Können wir direkt hier lang kreuzen, über den Fußgängerweg. Falls wir hier runterkommen, weiß ich gar nicht. Ah doch, da ist glaube ich eine Einfahrt, oder? Oh nee, das ist aber ein bisschen heftig hier runter zu heizen. Wo kommt man denn da hin? Hier? Oh, das ist ja geil gemacht. Und schmeiß mal an den Kübel. Wahrscheinlich fährt man hier hinten, hier vorne hoch, ne? Da sieht es nicht ganz so steil aus. Auf der Suche nach der Feldeinfahrt. Auch nicht schlecht. Ah. Zapzerab. Hier müssen wir auch türmen, ne? Mussten wir hier auch türmen? Ja. Muss mal aufpassen, dass du nicht durcheinander kommst mit der ganzen Düngerei. So, schon fast wieder leer, das Ding. Sind schon ein paar Hektar, die wir jetzt hier zu düngen haben. So. Aber wir haben hier eine angenehme Streubreite, da bist du ja ziemlich schnell fertig mit. Nicht so da mit diesen kleinen 24 Meter oder so. Brauchst du ja ewig. Und da wir ja ohne Fahrgasse drillen, geht das alle. Wenn man nicht gerade den Baum mitnimmt, ne? Zack, auf die nächste Ecke und Gas. Oh, können aber weiter abfahren. Brauchen dann nicht so nah dran fahren. Rucki-zucki. Habt ihr auch das Map-Update gemacht? Habt ihr genau dieselben Probleme wie ich? Oder bin ich hier wieder der Einzige, der den ganzen Kladderadatsch da hat? Mann, dann sollst du eine gute Laune beibehalten. So ist das, Freunde. Immer wieder was Neues. Oh, hoffentlich regnet das morgen nicht auch schon wieder. Den ganzen nächsten Ingame-Tag. Immer nur Regen, Regen, Regen. Oh, guckt euch die Kanten hier an, ey. Leck mich fett. Das ist, glaube ich, hier die letzte Ecke, ne? Haben wir daneben noch die Ecke? Nee, ne? Nee. Hier hinten ist die letzte Ecke. Ja, das ist ja wohl auch wieder voll die Spitzkehre. Der Bach wird sich freuen. Wenn da ordentlich Dünger drin ist. So, ihn beim Nachbarn über der Ecke heizen, ne? Dafür kriegt er auch 5 Körner Dünger. Oh, hier ist noch ein Verkaufspunkt. Das ist schön. Ne, das Schild brauchen wir jetzt, ne? So, Freunde. Ich werde dann jetzt mal weitermachen. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.